Ja, moin bei allerschönstem Wetter. Es geht heute weiter am Deutz DX. In der letzten Folge habe ich ihn ja auseinandergezogen und eine Bestandsaufnahme gemacht. Jetzt wollte ich den Kupplungsautomaten mal ausbauen und mal schauen, was damit genau nur ist. Ja, ich stütze den Kupplungsautomaten jetzt ab. Der wiegt ja doch ein bisschen. Dann brauche ich den nicht an der letzten Schraube schon anfangen zu halten, dann ist es ein bisschen einfacher. So, da habe ich schon die Schwungscheibe. Das ist die Kupplungsscheibe von der Zapfwelle, von der Zapfwellenkupplung. Oder das ist die Zapfwellenkupplung. Die sieht eigentlich noch ganz gut aus. Naja, schauen wir uns gleich nochmal an. Wir merken uns aber, der genietete Aufsatz Richtung Getriebeseite. Keine Riesen, nichts, gar nichts. Ich muss noch einkehren. So. Das schon mal. Weil, warum will ich da unbedingt drunter gucken? Die Dichtung der Getriebeausgangswelle, die wollte ich auf jeden Fall nochmal prüfen. Weil ich glaube, wenn was undicht ist, dann da. Auf der anderen Seite ist eh nur schmauchig. Da klebt der direkt nur unten. Genau das habe ich mir gedacht, hier sifft der Scheiß raus.
Aber siehst du nicht, bevor es nicht abbaust, ne? Gut. Muss ich mir was markieren? Nee, eigentlich nicht. Sollte eigentlich egal sein. Hergestellt, dass hier gearbeitet werden kann. Das war ja vorher kein Zustand. Ja, also dieser Wellendichtring hier drumherum, der ist undicht. Bin mir gerade noch unschlüssig, ob ich das ganze Ding tauschen muss. Dafür gibt es auch eine Dichtung, die ist eingeklebt. Weiß ich jetzt nicht, oder ob ich den so gezogen kriege. Wahrscheinlich macht es Sinn, den einfach abzumachen und das alles mit neu abzudichten. Ich muss nur aufpassen, habe ich gesehen, hier ist das quasi, gehört das mit zur Ölwanne. Muss ich die drei Schrauben hier mitlösen, weil die hier wahrscheinlich mit reingeschraubt sind. Und dann anfängt zu prökeln. Ich denke, das wird Aluguss sein und bricht das auf. Ja, aber so sieht es dann bisher erstmal aus. Ja. Schauen wir uns mal den Kupplungsautomaten und die Schwungscheibe an, ohne mal aufs alles andere zu gucken. Hier sieht es nicht ganz so schlimm aus. Das ist aber nur die Zapfwellenkupplung. Die Fahrkupplung selber sitzt ja hier drin. Und wenn man hier mal guckt, da ist gar nichts mehr drin. Hier drin ist auch wieder Schmiere, Ölschmiere. Da hat sich der Rotz in der Maschine abgesetzt. Ich denke, die wird einfach verglüht sein. Scheint von Loop zu sein, steht jedenfalls drauf. Aber ich werde da nicht groß dran rumdoktoren. Ich werde jetzt mal rumtelefonieren. Bei einem Harmesen Detjen Landmaschinenhandel heißen die, glaube ich. Die haben ganz viele Deutz gebraucht Ersatzteile. Dann mal anfragen, ob die was, ja, noch was liegen haben, was noch nutzbar ist. Neu muss ja nur nicht unbedingt sein. Mal schauen, ob das in die richtige Richtung geht, was ich mir vorstelle. Zumindest kann ich das alles einpacken und hinfahren. Dann können die mir sagen, was am besten ist. Auch zum Punkto der Wellendichtring eben. Wie man den tauscht und ob man den tauscht. Dann kann ich mich da noch ein bisschen schlau machen lassen, bevor ich das alles wieder zusammenbaue in Kladderadatsch. Eigentlich tauscht man natürlich das Hausrücklager auch noch gleich mit, aber macht jetzt keinen schlechten Eindruck.
Mal gucken, wie teuer die sind, bevor ich das auseinanderreiße. Hat kein Spiel, keine Punkte, nix. Also sind ja zwei. Kann ich vielleicht nochmal erklären. Das Äußere hier ist für die Zapfwellenkupplung und das Innere ist für die Fahrkupplung. Dann haben wir hier zwei Wellen, eine innere und eine äußere. Die innere steckt in der Zapfwellenkupplung und die äußere steckt in der Getriebekupplung, sodass je nachdem, was betätigt wird, über den Hebelmechanismus des Kupplungsautomatens, dann der jeweilige Druckteller entlastet wird und die Kupplung trennt. Ja, so sieht das aus. Der Stummel hier drinnen, der ja Flexspuren aufweist. Ich habe auch noch mal geguckt, da sieht nicht so aus, als wenn was aufgeschweißt oder nachgeschweißt wurde. Der hat auch kein Spiel. Aber er steckt hier in diesem Lager drinnen. Und dieses Lager, also das hat eine schöne Rastung, schönes Spiel, ist auch deutlich ausgeleiert. Also das hat deutlich mehr Belastung erfahren als jetzt das Ausrücklager. Das werde ich auf jeden Fall mittauschen, weil die Welle quasi gestützt wird durch diesen Lager. Ich vermute, das war schon mal, deshalb die Flexspuren komplett hinüber. Und der Ring steckt da einfach auf der Lager festgefressen drauf und dann haben wir den runtergeflext. Das denke ich jetzt mal. Vermutlich ist das Schlüssigste, ohne da jetzt mehr rein zu interpretieren, was sein muss. Ja, mal gucken, wie ich die hier rauskriege. Ein paar Abzieher habe ich ja. Aber das sollte nicht das Problem sein. Ja. Ein Anschlag, ja. Ja, so sieht's aus. Dann werde ich mal ein bisschen rumtelefonieren. So, ich mache jetzt noch am Ausrücklager weiter. Ja, auch wenn die grundsätzlich mir noch gut vorkommen. Ich habe ein bisschen rumtelefoniert bei dem Deutz Gebrauchtersatzteil. Ja, Dienstagabend nochmal ganz schnell eine neue Heckklappe gebaut. Haben jetzt ja, einfach wieder eine Siebdruckplatte genommen, die ich noch rumfliegen hatte. Passte von den Maßen nicht ganz, ist unten ein bisschen kürzer. Dann habe ich hier noch die Leiste. Ja, habe hier unten eine Metallleiste, um da ein bisschen auszugleichen. Fehlen eigentlich 3 cm. Aber fällt auf den ersten Blick nicht auf, weil man sieht es da hinten, mir wächst der Mist über den Kopf. Und mit Deutzi bin ich ja gerade nicht so wirklich mobil. Ja, so ein bisschen wächst mir nämlich der Mist über den Kopf. Deutzi ist ja gerade nicht so einsatzbereit. Aber wahrscheinlich kann ich mir morgen bei einem Nachbarn den Traktor ausleihen und dann damit Mist fahren. Moin, Mittwoch. Ja, Träger vom Nachbarn geholt. Gefüttert habe ich schon und die ersten beiden Food habe ich weggebracht. Ein bisschen wendiger als der DX. Können wir ja gleich nochmal schauen. Ist natürlich nochmal kleiner. Aber er zieht ganz gut. Ja, aufladen tue ich wieder mit dem Weidemann. So, mit der neuen Heckklappe funktioniert gut. Ich habe jetzt noch, ja, ungefähr einen Anhänger nach. Dann werde ich die Platte nochmal mit dem Gummischieber abschieben, damit das hier wieder ordentlich aussieht.
So, dann habe ich hier den Hofplatz auch wieder halbwegs sauber. Den Rest mit dem Besen nachher. Ja, dann bringe ich den letzten Fuder noch weg. Und dann habe ich damit schon fertig. Und dann nehme ich mir den Ballenwagen in der Ecke und dann muss ich noch Stroh holen heute. Wird auf jeden Fall noch spannend. Also, Anhänger ist dran. Folgekennzeichen angebracht. Den Ballenspieß habe ich am Frontlader dran. Sprich, das geht jetzt los zum Strohbergen. Ja. Ja, da liegt das Stroh. Da steht der Stecker. Hier habe ich einen Ballenwagen jetzt hingestellt. Ja, hatte ich einmal den Weg zu, aber ich denke mal nicht, dass so viel Verkehr hier durchfährt. Ja, Stroh muss ich mir das Beste raussuchen. Das ist so ein Restehaufen. Mal gucken, was da noch geht. So, 6 Ballen habe ich mir jetzt runtergesucht, die besten. Den Rest habe ich aussortiert oder nach da hinten gestellt. Ja, das. Zu viel Regen reingekommen. Das ist aber, glaube ich, bei allen so, dass das alles viel zu nass geworden ist. Ja, wenn er wissen will, was das für ein Case ist, ja. Ein CS 86. Ich vermute mal 86 PS. Also, er hat nicht weniger Anzugsmoment oder Kraft als mein Deutz. Er hat auch irgendwas um die knappe 90. Ja, fährt sich recht komfortabel. Ist zwar nicht besonders schön, aber als Arbeitsmaschine würde ich mir die auch gefallen lassen. Ja, dann tingle ich mal wieder nach Hause. Und dann muss ich zu Hause noch abladen unbedingt. Wetter nämlich sieht nämlich gar nicht. Ja, der Ballenwagen läuft schön hinterher. Also ja, schon weg, dass ich ihn abgeholt habe. Ist noch nicht allzu weit, 6 Kilometer. Alles überschaubar. Quasi im Nachbarort. Ja, habe ich das Stroh jetzt reingestapelt. Links davon stehen oder stand bisher immer eigentlich das Heu. Das letzte drösel ich gerade auf. Und ja, dann kann ich jetzt immer rüberwerfen. Da drüben stehen nämlich die Stuten als Nachtquartier. Die konnte ich dieses Jahr nicht ganz draußen lassen. Und haben mir die Wiesen sonst abgesoffen, beziehungsweise die Grasnarbe nachhaltig gestört. Und dann hätte ich keinen Aufwuchs im Frühjahr gehabt. Deswegen habe ich gesagt, dann hole ich die grundsätzlich rein, stall die ein. Und das Gute ist ja, ich kann ja mit dem Hoflader hier schön um die Ecken den Mist, der sich hier ansammelt, schön im Hoflader abmisten. Was ich gesagt habe, mache ich das jetzt hier drin. Solange ich es nicht händisch machen brauche, ist ja top. Ja, Stroh, ich weiß nicht, ob man es im Zeitraffer gesehen hat. 1-2 Ballen sind so bei, so, oh, er geht so minus. Aber der Rest ist eigentlich ganz, ganz nett. Ich hatte den ersten jetzt mal aufgeschnitten. Von innen sehen die besser aus als von außen. Ja, also das schon mal davon. Ja. Dann sehe ich mal zu, dass ich jetzt gleich in Feierabend reinkomme. Ist schon wieder spät. Muss den Trecker da hinten noch wegbringen und den Anhänger zurückstellen. Und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei.
Ja, schon ist wieder Donnerstag, Nachmittag. Und Vormittag habe ich alles gemistet, was ich gestern nicht gemistet habe. Nach der ganzen Stroh- und Mistwegfahrerei-Geschichte. Ja, viel weiter gekommen bin ich nicht. Ich habe vorhin noch mal Teile bestellt. Bin jetzt einfach bei Granit fündig geworden. Und zwar habe ich bestellt den Dichtring, die Dichtung für das Gehäuse hier, für die Abdeckung für das Kurbelwellengehäuse, dann den Kupplungsautomaten an sich in Gänze, sowie das Führungslager. Das hat hier schon, ja, man kann das schon merken, dass das Lager nicht mehr ganz in Ordnung ist. Das kommt auf jeden Fall neu, das habe ich bestellt. So wie da drüben das Ausrücklager der Fahrkupplung, das von der Zapfwellenkupplung. Also eigentlich sind beide noch in Ordnung, man kann sie gut einfetten. Ordentlich nochmal abschmieren, das mache ich damit. Eigentlich sind sie beide noch in Ordnung, aber von der Fahrkupplung, da wollte ich jetzt kein Risiko reingehen, da kommt dann auch ein neues rein, das ich ja heute Abend noch ein bisschen sauber mache, oder eigentlich sauber machen wollte. Aber erstmal muss ich ja noch Videos schneiden. Ja, mal gucken, wie lange Granit braucht mit der Bestellung. Eigentlich sollen die relativ fix sein. Ich habe da keine Erfahrungswerte. Ich habe bei denen noch nicht bestellt. Zwar schon ganz oft nach Teilen geguckt, aber ist am Ende dann nicht bestellt. Ich bin eher so ein eBay-High bisher immer gewesen. Aber erstmal die Teile, die ich jetzt hier bestellt habe, sind ja auch noch mal ein bisschen komplizierter. Ich habe auch mit dem Granit, mit der Abteilung da telefoniert für die Kupplung. Und die haben mir davon abgeraten, die Schwungscheibe abdrehen zu lassen. Das passt alles so, da muss nichts nachgehalten werden. Ja, das war's soweit. Ich werde die jetzt also noch ein bisschen sauber machen. Und ja, heute Abend das Video schneiden. Und dann schauen wir mal, wie lange die Bestellung auf sich warten lässt. Damit das dann hier auch weitergehen kann, ne? Dann bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.